Willkommen zu Hotlap hier in Aserbaidschan in Baku. Eine wunderbare Strecke, die eigentlich jedes Jahr mega viel Action bietet. Abonniert gerne den Channel kostenlos und macht auch gerne das Däumchen nach oben weg. Wir sind, glaube ich, einer der Highlights in Europa. Also vergesst Monaco, wir haben hier eine Mischung aus Monaco und aus Monza, also vom Speed her. 2016 gab es das Debüt und jedes Jahr hat sich das wieder gesteigert von der Action her. 6.003 Meter hat eine Runde, 20 Kurven, sehr eher etwas rechtslastig. Wir haben 8 rechts und 12 links. Perez hat hier die meisten Podien, weil jeder Fahrer nur ein Podium bis jetzt hatte und die 51 Runden sind zu absolvieren. Bei so einer mächtigen Runde ist es natürlich ein extrem anstrengendes Rennen und wir haben auch 2 DRS-Zonen. Ich denke mal, es wird auf jeden Fall Safety Car geben. Einmal auf der mächtigen 2,3 Kilometer langen Start- und Zielgeraden, also schon von Kurve 16 an wird Vollgas beschleunigt und dann zwischen Kurve 2 und Kurve 3. Jetzt geht's raus hier auf dieser ewig langen Gerade, also wirklich, da kannst du wahrscheinlich ein bisschen abschalten. Außer die Mercedes, die bouncen ein bisschen hier herum, dennoch, wir sind mit dem Ferrari unterwegs, passen auch der Charles Leclerc sich die Pole Position vor. Checo Perez und Max Verstappen nur auf 3, dahinter Sainz wieder abgeschlagen. Erste Kurve rechter Winkel und so geht es eigentlich den kompletten ersten Sektor weiter, also wirklich. Auch die zweite Kurve, ein rechter Winkel, kein harter Bremspunkt, eher ein normaler Bremspunkt. Rechts ganz, ganz nah an die Mauer. Hier hat er auch Lance Stroll seine Probleme. Und dann geht es schon das DRS auf, das erste. Wir haben hier eine längere Geraden, wie an so manchen Strecken, die Start- und Zielgeraden ist. Also wirklich dann ein sehr, sehr harter Bremspunkt. Hier hatten wir schon viele Verbremser, auch mal einen komischen Crash zwischen Ricciardo und dem Toro Rosso, der beim Rückfahren ihm reingefahren ist. Und ja, das war sehr, sehr lustig. Für Ricciardo wahrscheinlich nicht. Rechts auch wieder ultra nah an die Mauer dran. Eine meiner Lieblingskurven hier, Kurve 4, die kannst du beim Rausbeschleunigen echt gerade fast nehmen. Und dann kommt eine wichtige Passage, diese 5 und 6er Kurve. Da musst du auch wieder ganz, ganz links, also man fährt ganz rechts außen an, zieht dann rein, fährt den Körper entlang und eigentlich sollte man innen den Körper nicht richtig berühren, weil der viel zu hoch ist. Und ja, Saudala hier und beim Rausbeschleunigen, ja, fast schon geflogen. Also der Körper, ich bin ein bisschen zu hoch gefahren hier. Und dann haben wir Kurve 7. Links hat Verstappen und auch Leclerc beim Training touchiert. Auch hier beim Rausbeschleunigen. Links habe ich, glaube ich, ein bisschen die Mauer berührt. Also man sieht, es ist nicht, ja, hinten, glaube ich, weil rutscht auch das Heck ein bisschen mit. Und jetzt hier, glaube ich, die engste Stelle, 7,6 Meter. Und Kurve 8, 9, 10, 11 und 12. Das ist wieder eine Flow-Kurve. Man muss hier ordentlich durchkommen. Auch natürlich viele Crash-Gefahr. Wenn du das nicht komplett gut schaffst, dann landest du in der Mauer. Und das ist wirklich gnadenlos. Gerade hier Kurve 8 rechts, die ist echt sehr, sehr schwierig zu fahren. 12 ist auch wieder wichtig beim Rossbeschleunigen, weil du musst jetzt, geht's Vollgas bis Kurve 15. Genau, und jetzt geht's durch die Altstadt. Ein paar Kurven endlich mal, die nicht einen rechten Winkel haben. Und jetzt hier Vollgas. Kurve 13 voll. Kurve 14 voll. Und auch Kurve 15 ist jetzt ein harter Bremspunkt. Hier gab es wirklich, da haben sie auch diese Streckenbegrenzung ein bisschen näher an die Straße gegeben und das ist echt ein bisschen blöd. Hier fahre ich dann immer gleich neben der Strecke, weil man muss von außen reinziehen. Auch eine wichtige Schlüsselstelle. Hier die letzte Kurve, wo man richtig bremsen muss. Kurve 16 und jetzt, genau, und beim Rausbeschleunigen nur nicht zu nah über den Körper drüber fahren. Jetzt geht's los. 17, 18, 19 und das war's eigentlich, ja genau, 17, 18 und Vollgas hier raus beschleunigen. Links neigt man eigentlich auch gerne dazu, die Mauer zu touchieren und 20 ist nur noch der Knick und das ist jetzt Vollgas. Das war eine Runde hier in Aserbaidschan. Ich bin sehr gespannt, wer das Rennen gewinnen wird. Ich tippe auf Charles Leclerc, wenn nichts schief geht, aber auch die Red Bulls sind sehr stabil, also auf der Geraden. Es wird ein harter Kampf. Ich denke mal nicht, dass Perez mitspielen darf. Schaut gerne auf Instagram vorbei, @t_gaming oder auch gerne auf @itz_tobi auf TikTok. Links über allen unten in der Bio und vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns hoffentlich morgen zum Recap oder auch später noch. Wird auch noch kommen. Links über allen unten in der Bio. Bis zum nächsten Mal. Ciao.